Sie heißt Martina Böswald, kommt aus Baden-Württemberg, war lange SPD-Mitglied und ist nun in der AfD, Frau Böswald, und strebt in der kommenden Bundestagswahl ein Direktmandat für Baden-Württemberg an. Meine Frage an Sie mit einem schönen guten Abend. Wer hat sich am meisten verändert in Ihren Augen, die SPD oder Sie? Die SPD und ich sehe es hier an der Runde, die etablierten Parteien, aber auch die Art, wie hier diskutiert wird. So wie hier diskutiert wird, beweisen sie eigentlich samt und sonders, dass es uns wirklich geben muss. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als ehemaliges SPD-Mitglied nur schade. Ich war gerne SPD-Mitglied, aber ich habe dort gar keine Heimat mehr. Warum sind Sie aus dieser Partei ausgetreten? Weil ich keine Partei kenne, die die Interessen ihrer Klientel so nachhaltig verraten hat. Und das war das damalige Modewort, wie diese SPD. Ich kann es auch an zwei konkreten Beispielen festmachen, die auch Menschen verstehen, die noch jünger sind. Soll ich? Bitte. Also die SPD hat gesagt, wir wollen das Kindeswohl stärken und hat das gesamte Unterhaltsrecht umgekrempelt. Man konnte bislang immer den Ehegattenunterhalt absetzen, den Kindesunterhalt nicht. Das war ein Gleichrang zwischen Ehegatten und Kindesunterhalt, wenn jemand geschieden ist. Dann hat die SPD gesagt, wir wollen das Kindeswohl stärken. Jetzt hätten diese Leute aber eigentlich auch den Kindesunterhalt steuerlich geltend machen müssen. Das haben die ganz bewusst nicht getan, obwohl sogar die Richter der Düsseldorfer Tabelle, die damit arbeiten, gesagt haben, das müsst ihr tun. Das Ergebnis war, die erziehenden Elternteile hatten weniger Geld zur Verfügung, weil es keinen Ehegattenunterhalt, egal ob Männlein oder Weiblein, mehr gab. Und die zahlenden anderen Elternteile hatten auch weniger in der Tasche. Die SPD hat hier also zwei gegeneinander ausgespielt. Und das haben die Leute tatsächlich gemerkt. Und sie können jetzt über die Leute sagen, dass sie dumm sind, dass sie irgendwie mit Emotionalitäten irgendwo zu fangen sind oder sonst was. Aber was in ihrem Geldbeutel ist, das wissen sie. Und wir werden nicht reicher. Wir sind im medialen Vergleich in den europäischen Ländern das Volk mit dem geringsten Pro-Kopf-Vermögen. Das liegt bei 51.400 Euro. Sogar die Slowakei liegt vor uns, auch die Griechen. Und wen wundert es? Luxemburg liegt natürlich ganz oben bei über 329.000 Euro. Sie sind Frau Böswald, Rechtsanwältin. Das merkt man jetzt auch an dieser Stelle. Neben dem, mobilisiert und motiviert hat, aus der SPD auszutreten. War die Rentenpolitik als zweites? War die Rentenpolitik der SPD als zweites? Ja, kann ich auch sagen, die warum. Berühmte Müntefering-Rente, weil? Weil die SPD, das ist das Schöne an der Statistik, hat damals schon gewusst, dass wir ein komplettes Rentensystem umstellen müssen. Das lässt sich nicht mehr leugnen. Und das Schöne an der Statistik ist, man braucht nur drauf zu gucken, Jahrzehnte später kommt genau das. Stattdessen wird in einer Art und Weise darüber geredet, es wird noch eine Mütterrente draufgesetzt. Es trifft mich selbst auch, das darf ich sagen. Ich gehöre normalerweise einem kapitalgedeckten, nicht rein umlagefinanzierten Versorgungswerk der Rechtsanwälte an. Das klingt die Apotheker schon mal und Ärzte auch. Und wir hätten eigentlich wirklich einen guten Grund zu sagen, was interessiert uns das von den anderen. Aber es wird uns auch treffen. Das ganze System kippt, denn auch diese Versorgungswerke müssen ihre Altersvorsorgebeiträge irgendwo investieren. Und auch wir jetzt im Sinne von Gegensatz, werden davon getroffen werden, dass diese Versorgungswerke nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir können es wirklich nur noch gemeinsam schaffen. Und diese unbequeme Wahrheit, die geht einfach keiner wirklich an. Und was mich dabei so wahnsinnig ärgert, ist, dass es den SPD-Damen und Herren, und ich war damals wirklich bis zum Bundestag teilweise schon als Helfender, ja, man ist ja auch Idealist, das gebe ich auch gerne zu, sie haben es gewusst und sie haben es nicht gemacht. Und dieses vorsätzlich hinters Licht führen, das kann ich denen einfach nicht mehr verzeihen. Und da kann man auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und jetzt glauben Sie, aus welchem Grund, dass Sie, Frau Böswald, ausgerechnet in der AfD am besten aufgehoben sind? Also das eine ist, dass man solche Sachen dort sagen kann, ohne dass man gleich irgendwie als dumm oder als sonst wie verschrien wird. Und ich halte es auch, ehrlich gesagt, nicht für richtig, gleich als Rassist verschrien zu werden. Wir sind sicherlich eine sehr schillernde Partei, das kann man durchaus so sagen. Das ist ein sehr famoses Wort für das, was man von ihr so hört. Ja, das wäre auch dumm, es einfach zu leugnen. Ja? Also, aber es ist auch so, man muss mehr auf die Leute hören, die hier tatsächlich gestandene Menschen sind, die sich dort auch einbringen. Ich ja auch, ich bin seit 20 Jahren Rechtsanwältin, verheiratet, Mutter von drei Kindern. Also ich bin der einzige Ernährer unserer fünfköpfigen Familie, da muss man schon ein bisschen die Hose wackeln lassen, wie man als Handwerker sagen würde. Und so von dieser Art Leute sind viele da. Nur die sehen sie halt nicht so, die drängen sich nicht so sehr in den Vordergrund, aber die wirken. Zum Beispiel jetzt auch mit der DNA-Analyse von dieser ermordeten Joggerin. Da haben wir einen richtigen
über Facebook, über die modernen Medien. Da haben wir jetzt Druck gemacht. Heute in der Badischen Zeitung auf der dritten Seite eine ganze Seite über die Auswertung von DNA. Ich wette mit Ihnen auf eine Flasche Sekt, dass dieses Gesetz geändert wird. Und das sind wir aber dran. Können Sie gucken. So. Der Herr Staus wird es mit sehen, er ist ein Ex-Freiburger. Du, ich kann es gar nicht aushalten. Nee, ganz schon mal gehört. Weil es einfach ungerecht ist, was da gemacht wird. Man enthält der Bevölkerung immer irgendwelche Informationen vor und sagt, man müsste mit den Ängsten reden. Ja, davon gehen Sie aber nicht weg. Mhm. Was ist denn eine Angst? Eine Angst ist ein zurückgebliebenes Gefühl, von dem die Tatsache entkleidet ist. Genauso wie ein Vorurteil. Und wenn Sie sich jetzt auf die andere Seite stellen, dann würden Sie sagen, es wäre eher Instinkt. Also es ist eine Frage der Wertigkeit. Und ich mag einfach diese pauschale Verurteilung nicht. Und deswegen sage ich, da will ich nicht mehr sein. Das ist mir zu dumm geworden. So, und jetzt sind Sie in einer Partei, in der es ja tatsächlich auch mit Björn Höck beispielsweise Menschen gibt, Politiker gibt, die sich nach vorne drängen, wie Sie formulieren würden, die dem deutschen Volk nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit, sondern 3000. Auch eine tausendjährige Zukunft wünschen. Und so, und von denen sagen Sie, Sie glauben, Sie könnten sie überzeugen? Auf lange Sicht oder also ich bekehren? Ich würde da gerne den Herrn Staus zitieren. Also die Wahl ist die Krone der Demokratie. Mhm. Das wird sich von alleine ableben. Das wird sich ableben? Ich denke nicht, dass das ist, was wirklich zielführend ist, weil diese ganzen Marktschreier, die will keiner wirklich hören. Mhm. Denke ich nicht. Okay. Also ich würde sie nicht hören wollen und ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen es auch nicht wollen. Frau Böswald, Sie sind so lieb und kommen mit in unsere Runde, weil wir wollen uns genau fragen, was etablierte Politik eigentlich verändern kann, dass so viele Menschen, unter anderem eine Rechtsanwältin aus Baden-Württemberg, mit einer solchen Empörung erstens über die soziale Situation und zweitens über die Freude an den Fakten beschließt, nicht nur eine andere Partei zu wählen, sondern sogar ihr Mitglied zu werden. Herr Staus, würden Sie noch mal versuchen, Frau Böswald zurückzugewinnen? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Also, Sie ist nicht nur Ihre Wählerin gewesen, sondern... Warum? Ja, weil wer heute in dieser Zeit in eine Partei eintritt, von der wir all das kennen, nicht der sie wählt, sondern der eintritt, der diesen ganzen Ballast mitnimmt, der diese ganzen Vorurteile mitnimmt, der sagt, das ist mir egal, weil ich habe irgendwie mein kleines Thema gefunden und das finde ich da gut aufgehoben und es ist mir völlig egal, was sonst passiert. Es ist mir völlig egal, welche Brandstifter in dieser Partei sind, wer das Sagen hat, wer letztendlich unterwegs ist, was sie bisher getan hat. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, es gibt auch Leute, da muss man sagen, ja, das ist es halt verloren. Aber ich möchte vielleicht eine Geschichte nur sagen, bevor das hier ein bisschen in Missverständnis kommt. Ich bin nicht die SPD, sondern ich kann wirklich nur einen Punkt noch mal wiederholen, der mir ganz wichtig ist, weil es immer hier so ein bisschen da in die Richtung geht. Man sagt einmal, dass ein Problem nicht gelöst wird, indem man Ausländer ausweist und dann heißt es, man ist arrogant. Ich habe noch niemandem irgendwo an diesem Tisch jetzt irgendwie Rassismus oder sonst was vorgeworfen. Was ich nur sage ist, wir reden über die falschen Probleme. Mhm. Natürlich sind die Probleme, die wir angesprochen haben, im sozialen Zusammenhalt begründet. Sie sind aber in vielen anderen Dingen eben auch begründet, die ich schon genannt hatte. Ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit der Politik dazu, dass wir erkennen und dass das auch die Parteien wirklich klar sagen, dass wir in einem schnellen Wandel uns befinden und in einem Wandel, der so schnell noch nie war. Mhm. Herr Lobo hat darüber auch viele, viele interessante Artikel geschrieben. Wir sind tatsächlich weiter als wahrscheinlich bei der letzten industriellen Revolution, was die Veränderung unseres Lebens im Alltag angeht. Und das spüren die Leute. Selbst die Leute, denen es wirklich sehr, sehr gut geht, spüren das. Es ist übrigens auch völlig falsch zu sagen, dass Donald Trump oder die AfD oder Le Pen von armen Leuten gewählt wird. Absolut. Also ich meine, das ist ja der nächste Fehler, ja? Sondern die werden natürlich auch ganz klar von der Mittelschicht gewählt. Mhm. So, aber deswegen ist ja gerade die Frage, woher kommt diese Unruhe? Und diese Unruhe, die wird überhaupt nicht adressiert, sondern wir führen permanent Scheingefechte. Der letzte Bundestagswahlkampf drehte sich um den Preis von einer Flasche Pinot Grigio und Veggie Day. Und den Veggie Day.